Für die Dip-Dyed Ombre Shorts braucht ihr eine Hose, ein Lineal, eine Nagelfeile, einen Stift, eine Pinzette, das Färbemittel, eine Schere, zwei große Behälter und einen Kleiderbügel. Zuerst nehmt ihr eure Hose und guckt, wo ihr sie abschneiden wollt. Und zeichnet dann mit eurem Lineal eine gerade Linie dort ein, wo sie gekürzt werden soll. Da guckt ihr, dass ihr am besten ein bisschen länger macht. Ist immer besser als zu kurz. Und dann schneidet ihr mit einer guten Schere entlang der Linie. Und könnt ihr die nochmal übereinander legen, um zu gucken, ob wirklich die Linie stimmt. Und dann nehmt ihr einfach euer anderes Hosenbein als Vorlage. Zum Ausfransen der Hose nehmt ihr einfach eine ganz normale Pinzette und könnt dann ein paar Fäden hier rausziehen von der Hose. Um das noch zu verstärken, könnt ihr mit einer ganz normalen Nagelfeile die Hose ein bisschen auffrauen. Dann kriegt ihr auch diese Fäden gut raus. So, dann nehmt ihr einfach zwei große Behälter. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwelche Eimer genommen und da füllt ihr dann einen mit kaltem Wasser und dann einen Eimer mit heißem Wasser. Den macht ihr jedoch nur halb voll, denn da möchtet ihr dann eure Batik- und Färbefarbe, die ich übrigens von Marabu geholt habe für etwa 2-3 Euro in der Farbe Bordeaux. Und je nach Färbegrad müsst ihr dann eben mehr oder weniger Wasser nehmen. Ich habe mich jetzt für ungefähr 5 Liter entschieden. Und wenn ihr eben eine zarte Färbung haben wollt, dann macht ihr eben diesen Eimer komplett voll. So, ich habe mir jetzt noch einen Handschuh angezogen, weil es nicht so gut ist, wenn ihr nachher die ganze Farbe an den Händen habt. Und jetzt nehmt ihr erstmal eure Hotpants und legt die in das kalte Wasser und feuchtet die da einfach mal kurz an. Und jetzt tunke ich sie erstmal in das Wasser mit der Färbung. Seht ihr jetzt schon, wie verfärbt die ist? Dann könnt ihr die Hose auch schon zum ersten Mal ausringen. Das macht ihr dann am besten mit der Seite mit dem Handschuh. Und dann tunke ich die nochmal in das Farbwasser. Und um diesen Dip-Dye-Effekt zu erhalten, tunkt ihr sie am besten immer wieder ins Wasser.
und dann seht ihr schon, dass sie unten viel, viel dunkler ist. Natürlich ist sie jetzt oben noch weiß, aber gleich, wenn ich dann nach 10 Minuten warten ungefähr, tunkt ihr dann nochmal die komplette Hose ein und dann ist der Stoff hier oben, wird er dann nur so in einem hellen Ton verfärbt sein und hier unten ist er dann eben schon ziemlich dunkel verfärbt. Sie erholt ihr dann einfach ein paar Mal, sie die Hose ausbringt und dann wieder in das klare, beziehungsweise jetzt nicht mehr klare Wasser, das kalte Wasser tut. So, jetzt dunkle ich einfach nochmal die gesamte Hose ein, aber wieder so, dass zuerst das Dunkle ist, damit ich die mal wieder rausziehen kann. Das macht ihr dann einfach eine ganze Weile, bis eure Hose den gewünschten Farbton erreicht hat. Hier seht ihr jetzt mein Endergebnis. Ihr könnt natürlich auch die Enden der Hose hochschlagen. Dann kommt dieser Ombre- oder Dip-Dyed-Effekt noch mehr zur Geltung, da die Taschen sich dunkel verfärbt haben und die Unterseite der Hose eher hellrosa ist. Ja, und das ist mein Outfit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier seht ihr auch noch mal, was passiert, wenn man nur einen Handschuh anhat. Bis dann, tschüss!